Am Ende der Sendung sagen wir Ihnen, welche wahr und welche falsch sind. Doch bevor Sie sich ein Urteil bilden, untersuchen Sie sie bitte aus allen möglichen Blickwinkeln und nehmen Sie nichts für bare Münze. Konnichiwa Leute, was geht ab? Ich bin's Kaido Ake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv-Conan-Video. Heute wird es wirklich unfassbar. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, Ende 2016 gab es ein Interview in Singapur, wo Gosho gefragt wurde, ob es eine Episode, einen Fall gibt, ja, den er vielleicht mal selbst erlebt hat, vielleicht von Freunden erzählt bekommen hat, wo es also wie bei X-Faktor das Unfassbare vielleicht reale Wurzeln gibt. Oder es strickt einfach alles erlogen. Die Auflösung folgt am Ende des Videos. In der Anime-Episode 896 spielt Rumi Wakasa eine sehr, sehr große Rolle, aber auch komplett die Tatan-Grundschule. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, ja, dann einfach mal im Band 92 nachschlagen, Kapitel 978. Denn dort geht es für die 1B, also für die Klasse von Konin, Edogawa, Aihaibara, Genta, Kojima, natürlich auch den anderen Detective Boys, um eine Theateraufführung. Ja, Rumi Wakasa bewacht das Ganze, ja, zusammen mit Fräulein Kobayashi, und dort ging es um ein traditionelles Stück, nämlich über ein Theaterstück über den Zen-Mönch Ikkyu Sojun. Dieser ist übrigens auch real, ja, das war ein japanischer Zen-Meister und Dichter und der war auch Schöpfer der japanischen Tee-Zeremonie. Also er hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr großen und fundamentalen Wert für die japanische Kultur. Und die Hauptrolle dieses Ikkyu durfte natürlich Konin Edogawa spielen. Er hat sehr, sehr großes schauspielerisches Talent, die Klasse war hin und weg, Rumi war weg, Kobayashi war hin und weg, denn im Endeffekt wissen wir ja, er ist ja der Nachkomme einer wunderbaren Schauspielerin, nämlich Yukiko, die ja auch eine sehr, sehr bekannte und berühmte Schauspielerin ist, ja. Und zumal er das Stück schon mal aufgespielt hat, wo er damals noch Shinichi war, damals in der 3. Klasse. Natürlich geht es hier nicht nur um eine Theateraufführung, sondern auch um Rumi Wakasa, die hier so ein bisschen gehighlightet wurde, ja, und um einen Mordfall. Und hier hat Gosho gesagt, ja, diese Episode, die hat etwas Reales, etwas, was mir mal passiert ist. Und zwar hat er gesagt, ja, er, also Gosho Aoyama, hat nämlich damals selbst in der Schule die Rolle des Ikkyu Sojin in diesem wunderbaren Theaterstück übernommen. Das heißt also, wir haben hier wirklich eine wunderbare Referenz zu seinem Leben von Gosho Aoyama. Eine Erfahrung, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Zu guter Letzt bleibt mir nur noch eines zu sagen. Hat sich diese Geschichte wirklich so zugetragen oder wollten unsere Autoren ihnen die Suppe versalzen? Ist diese Geschichte wirklich passiert? Ja, das ist sie. In den frühen 80er Jahren hat sich ein ähnlicher Vorfall an der Grenze zwischen Kalifornien und Oregon ereignet.